Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich wieder viele kleine Schnipsel mitgebracht. Das bedeutet viele kleine Anrufe, die nicht für ein eigenes Video gereicht haben, aber trotzdem Informationscharakter abbilden und natürlich auch unterhaltsam sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen kleinen kurzen Telefonaten. Hallo? Ja. Herr Gabelfeger? Ja. Grüßt Sie, ich bin Britta Langestolle von der Handelsplattform Polygon. Sie haben ein Interesse bei uns geäußert und Sie möchten mit Bitcoin, ja, handeln. Aha. Wie habe ich denn das Interesse geäußert? Da steht Gustav Bildfeger, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. So. Haben Sie ein Interesse oder warum haben Sie das gemacht? Ich kann mich nicht daran erinnern. Möchten Sie ein bisschen Geld verdienen oder? Nö. Mit Bitcoin? Haben Sie keine Lust? Habe ich kein Interesse zu, nee. Das wäre so leid. Tschüss. Aha, interessant. Das ist wirklich schon interessant. Ruft einfach nur mal an und fragt, ob ich so ein bisschen Interesse hätte, Geld nebenbei so ein kleines bisschen zu verdienen. Und dann sage ich einfach nö und dann hat sich das Ganze schon erledigt. Tja, das ist auf jeden Fall einer von den Betrügern gewesen, der nicht so verbissen ist in seinem Job und wahrscheinlich auch nicht mal Bock hat zu dem, was er da macht. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hallo? Hm? Wie geht es Ihnen heute, Frau? Was? Ich suche für Luis Meister-Bender. Nee. Das ist eine falsche Nummer. Nee. Wie heißen Sie, Herr? Der Luis. Ja, ich suche für Luis. Ja und? Sind Sie Herr Luis? Nee, Herr Luis nicht. Das ist mein Vorname. Okay. Freut mich. Ich heiße Hazel Klein. Ich bin die Kontoverwalterin von Firma FX Trading. Eine Online-Investitionsfirma. Erinnern Sie mich? Nö. So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Handel. So steht ein Handelskonto bei deinem Namen, Herr. Sie haben ein Handelskonto bei uns. Für diesen Grund, ich rufe Sie an. Aha. Haben Sie Zeit jetzt? Was? Haben Sie Zeit? Was hab ich? Ja oder nein? Ja, ich habe die Frage nicht verstanden, dann kann ich es nicht mit Ja oder Nein beantworten. Nochmal? Ich sagte, ich habe die Frage nicht verstanden. Demzufolge kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten. Guck mal, ich heiße Hazel Klein, okay? Verstehen Sie mich? Sehr schwer, ja. Hm. Sie haben eine Anmeldung gemacht, eine Registrierung. Aha. Für Online-Investitionen. Ich komme aus FX Trading. Eine Online-Investitionsfirma. Sie haben eine Registrierung gemacht mit deinem Namen, deinem Wochenname, deiner E-Mail und deiner Phone-Nummer. Das heißt Sie, nicht deine. Nochmal? Es heißt Sie, nicht deine. Was meinen Sie, Herr? Ja, Ihre Aussage. So, haben Sie Zeit? Ich zeige die Plattform. Sie haben applikiert. Hallo? Hören Sie mich so? Ja, hören schon, nur nicht verstehen. Was verstehen Sie nicht? Ja, Ihr komisches Deutsch verstehe ich nicht. Ich komme aus England. Aha, das bezweifle ich ganz stark. So, Sie haben eine Registrierung gemacht, Herr. Hm. Steht eine Handelskonto mit deinem Namen. Ihren Namen, nicht dein Name, Ihr Name. Ihr Namen, Herr, Entschuldigung. Ja. Das ist richtig? Das ist schon wichtig, dass Sie mich mit Sie ansprechen, ja? Ich möchte nicht mit Du angesprochen werden. Das ist unhöflich. Das ist unhöflich? Ja. Ja, was meinen Sie, Herr? Ja, ich glaube, das einer Kakerlake zu erklären, würde ein bisschen zu lange dauern und den Rahmen sprengen. Ich glaube, da brauchen wir länger als eine Stunde. Haben Sie eine gute Tage. Tschüss. Aha, Kakerlake. Ich glaube, hier muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Also, dass das ja kein seriöser Anruf sein kann. Ich meine, das hat die Tante hier schon, ich meine, hat irgendjemand ihren Namen verstanden? Ich meine, ich höre es ja jetzt hier im Schnitt auch. Ich habe den Namen einfach nicht verstanden. Und sie hat ihren Namen ja, glaube ich, 4 oder 5 Mal hier gesagt. Man versteht einfach nicht, was sie von einem will. Und das Deutsch war so schlecht, da frage ich mich wirklich, wer fällt darauf rein? Die kann nur entweder neu sein oder ganz besonders doof. Keine Ahnung. Ich kann
gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schicken Sie mir E-Mail-Postfach, üblicherweise auch impfen. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung zu schaffen. Oh mein Gott, Lutscher. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Ja, ich weiß, die haben wir schon ein paar Mal gehört. Aber ich finde den Anruf nach wie vor immer noch ziemlich bedrohlich und gruselig. Da ruft eine komische, verzerrte Stimme an, mit Krach im Hintergrund, und meint, ich hätte irgendwelche offenen Rechnungen und man schickt mir irgendwas per E-Mail zu. Die E-Mail habe ich ja hier schon mal in einem Infovideo gezeigt, was denn da so nachher alles drinsteht. Totaler Schwachsinn. Keine vernünftige Rechnung, eine nachvollziehbare Forderung, Fehlanzeige. Nichts anderes als Erpressung und... naja, das Ganze ist nichts anderes als Betrug. Hallo, schönen guten Morgen, Herr Kackifein, ja? Ja, Herr Kackifein hier. Genau. Grüßen Sie, hier ist Maya Schiller. Ich melde mich von Firmen. Sie haben bei uns für ein Handelskonto angemeldet, ja? Aha, habe ich das, ja. So, Herr Kackifein, Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Ich bin Ihre Anschlusspartnerin, deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ich helfe Ihnen, das Konto zu aktivieren. Aha. Haben Sie Internetzugang? Ja. Ja? Ich höre Sie nicht. Hallo? Ich habe gesagt ja. Also sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ich werde Ihnen ein E-Mail senden, dann können Sie sich einloggen. Ja. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir möchten. Also ich möchte Ihnen dabei helfen, das Konto zu aktivieren. Sie sind bei uns für ein Handelskonto angemeldet, für Bitcoin. Ja, kann ich ja nicht wissen. Wie bitte? Kann ich doch nicht wissen. Okay, wer könnte dann das sein? Weiß ich doch nicht, wo ihr die Daten her habt. Alles klar. Betrüger. Auch wieder so eine, die ziemlich schnell aufgegeben hat und dann gar keine Lust auf Diskussionen hat. Naja, aber so geht der Betrug zumindest viel, viel schneller, als dass man noch eine Stunde mit den Leuten diskutiert. Und hier sind die Opfer hoffentlich auch gut geschützt, indem sie einfach auflegen und, naja, dann das Gespräch schon zu Ende ist. Kann man immer nur wieder hoffen, dass hier wirklich keiner Geld einzahlt und die Leute alleine durch die Dummheit solcher Mitarbeiter schon geschützt sind. Hallo? Hallo, guten Tag. Mein Name ist Mario Schwab. Ich melde mich von der Bundesrechtsanwalt Berlin. Spreche ich mit dem Herrn Gerold Steiner? Mhm. Angenehm, ich habe Ihre Akte vor mir liegen und ich sollte nochmal gesetzlich anrufen, weil Sie hatten sich vor 3 Monaten bei der staatlichen Lotterie... Ja, das war's leider schon. Also, der hat hier einfach aufgelegt. Oder die Verbindung ist abgebrochen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, woran er das jetzt letztendlich festgemacht hat, warum er hier aufgelegt hat oder das Gespräch abgebrochen wurde, weil er war ja auch mitten beim Erzählen. Nur leider ist dieses Gespräch so nicht zustande gekommen. Hallo, guten Tag. Sprechen wir mit dem Herrn Steiner? Ja. Hallo, grüßen Sie, Herr Steiner. Wunderschönen guten Tag erstmal. Mein Name ist Herr Weber von der Firma Bitmund 24, Herr Steiner. Aha. Oder beziehungsweise ich sehe, dass Sie haben vor kurzem registriert auf unsere Handelsplattform, ja? Mhm. Können Sie doch nur Ihren Lautsprecher ausschalten, weil ich höre nur meine Stimme. Was? Wie bitte? Ja, okay, gut. Ich habe nur, haben Sie 2-3 Minuten Zeit dafür? Weil ja. Ich wollte Sie ganz kurz erklären, wie das ganze System funktioniert. Mhm. Perfekt, gut. Also sind Sie, Herr Steiner, schon einverstanden, wie das ganze System funktioniert? Wie meinen Sie die Frage? Ob Sie schon Erfahrung haben mit den Kryptowährungen? Nee. Haben Sie noch keinen, okay. Dann würde ich mal sagen, dann müssen Sie gar nicht sorgen, weil das System... laufen automatisch, Herr Steiner, beziehungsweise die System handeln für Sie, also kaufen und verkaufen Ihre Kryptomünzen und Sie brauchen Sie beziehungsweise gar nicht dafür zu kümmern. Verstehen Sie? Ja, und wie funktioniert okay. Das? Also Sie zahlen einige Menge von Kryptowährungen ja. Und Sie kaufen das auf einige Preise. Soweit Sie den Preis auf dem Markt Sie weiter steigen, dann Ihr Profit wird sich relevant auch entsteigen und das wird passieren durch dieses automatische Algorithmus. Aha. Beziehungsweise Sie brauchen Sie ihn
in einem späteren Zeitpunkt gar nicht dafür zu kümmern. Aha. Und so durch diese Entsteigung, da können Sie beziehungsweise, sagen wir mal, eine zweite Einkommen oder beziehungsweise gutes Geld verdienen, ja? Ach so. Natürlich, Sie werden das nicht allein machen, sonst mit einem Finanzexpert. Also einen Expert wäre doch die ganze Zeit mit Ihnen zusammen die Sachen verfolgen, antworten auf Ihren Fragen. Und natürlich, der kann auch Ihnen helfen, damit Sie den Geld auszahlen lassen von das Konto. Aha. Mhm. Herr Steiner, haben Sie sonst irgendwelche spezifischen Erwartungen von dem System oder möchten Sie nur das testen? Ja, keine Ahnung. Ich gehe mich aber mit nicht aus. Okay. Was genau bis jetzt haben Sie verstanden, was ich Ihnen erklärt habe? Ja, nicht. Bitte? Ja, nicht. Ich meine, da können Sie nur das testen, sehen, wie das funktioniert. Und wenn das Ihnen nicht gefallen, dann können Sie das Geld wieder auszahlen lassen. Ja. Herr Steiner, können Sie, ich spreche Ihnen jetzt auf Ihrem Handy, ja? Nee. Okay. Weil ich höre irgendwie doch meine Stimme von den Hintergründen, deswegen. Ja. Gut. Kann ich Sie fragen, Herr Steiner, wie alt sind Sie? Ich? 29, ja. Und Sie? 29? Ja. Okay. Weil da sollen wir Ihren Eltern bestätigen erstmal, deswegen ich frage Sie, wie alt sind Sie? Also sind Sie wirklich 29 Jahre alt, oder? Ja, wir sind alle, wie alt sind Sie denn? Und da war dann auch schon das Gespräch beendet. Da hat er keine Lust mehr auf mich gehabt. Komisch. Tja, aber letztendlich war hier auch wieder klar, worum es ging. Eigentlich nur darum, dass man seine Kohle einzahlt und danach dann nie wieder sieht. Guten Tag, es ist Nicole Schwarz als Bitmon 24. Herr Hartmut Steiner, ich sehe erfolgreiche Anmeldung bei uns. Willkommen an Bord. Aha. Ich sehe, dass Sie haben bei uns, wie gesagt, Interesse. Ich werde Ihnen begleiten, damit Sie können Ihr Handelskonto richtig aktivieren, okay? Wie heißt denn die Seite? Ja, ich sage Ihnen sofort, die Seite, die heißt Bitmon24. Das ist die Plattform, in welche Sie registriert haben, ja? Aha. Da sehe ich, dass ich habe auch mit meinem Kollegen mal gesprochen und er hat Ihnen informiert, wie das System funktioniert, richtig? Was? Okay, machen wir so. Zuerst, wir müssen Ihre Alte mal bestätigen. Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? Wozu brauchen Sie das? Wegen Mindestalter ist das Frage. Ja, was ist denn das Mindestalter? Das heißt, wenn Sie unter 18 Jahre sind, Sie können mit uns nicht arbeiten. Ach so, ja, bin ich nicht. Ja, dafür, ich bitte Sie mal, bestätigen Ihre Alter. Ja, das bestätige ich. Ich bin über 18. Nein, ich bitte Sie, sagen Sie, wie alt sind Sie genau? Ich hoffe, das Ihnen stört nicht. Mehr Informationen möchte ich nicht so wissen. Das ist nicht so etwas privates Information, ich finde, oder? Na doch, mein Alter ist schon eine private Information. Gut, wissen Sie, okay, Herr Steiner, wenn Sie möchten Geld verdienen, mit uns arbeiten und starten, müssen Sie Ihr Alter bestätigen, sonst wir können nicht weitergehen. Ach so, das ist ja ärgerlich. Möchten Sie mit uns arbeiten? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Was habe ich denn davon? Sie sind registriert auf Bitmon24. Aha. Das heißt, Sie haben Interesse auf Kryptowährungen. Richtig? Ja, so ein bisschen. Bisschen, gut. Und damit wir können weitergehen, wir müssen Ihre Alter bestätigen, wie ich schon gesagt. Dafür, ich bitte Sie, Herr Steiner, mal sagen, wie alt sind Sie? Oder wann sind Sie geboren? Ja, geboren bin ich 92. 1928, meinen Sie? Nee. Oder? Habe ich nicht gesagt. Okay, okay. Wie viel ist Ihr Alter, bitte? Wie alt sind Sie oder ich beende schon gesprochen? Was? Wie alt sind Sie, Herr Steiner? Na, habe ich doch gerade gesagt. 28? Nee, 29. 29, okay, gut. In den nächsten Minuten werden Sie bekommen einen Anruf von nächster Abteilung, damit Sie können Ihr Handelskonto vorbereitet zum Aktivieren. Danke für Ihr Verständnis und Geduld und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, Herr Steiner. Okay. Danke. Ob da jetzt wirklich nochmal jemand angerufen hat, kann ich jetzt so gar nicht genau nachvollziehen. Das Problem ist, dass hier wirklich so viele Leute anrufen.
man hier jetzt auch nicht wirklich raushören konnte, woran man festmachen kann, wenn man die Aufnahmen eine Weile sammelt und dann hinterher schneidet, wann der Anruf da erfolgt ist und ob der überhaupt erfolgt ist. Das Problem ist hier, oder was das Komische ist, die wollte jetzt hier nur das Alter abgleichen, damit noch jemand anruft. Das deutet darauf hin, dass die vielleicht so neu ist und den Rest einfach auch nicht mitmachen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Anruf werden sollte oder was die sich daraus versprechen, später dann nochmal anzurufen. Tja, muss ja wohl irgendwie Erfolg bringen. Ich weiß es nicht. Hallo? Spreche ich mit Gandalf, Gollum? Ja, hallo, Gottesverfehlung. Mein Name ist Petra Müller. Ich rufe Sie aus Bitcoin Convert, aus BTC Trade. Sie haben ein Online-Handelskonto gemacht und ich möchte Ihnen fragen, möchten Sie das Konto aktivieren? Weil ohne Kontoaktivation dieser Account hat, sagen wir so, keine Bedeutung. Sobald Ihr Konto aktiviert ist, das können Sie schon anfangen, online zu handeln. Das dauert ein paar Minuten und das können wir gemeinsam machen, ja? Herr Gollum, ja. Möchten Sie Konto aktivieren? Na, gerade haben Sie ja gesagt, das hat ja keine Bedeutung. Sie haben nur einen Account gemacht und ohne Aktivation dieses Accounts kann man nichts verwenden, das habe ich gemeint. Okay. Das muss man aktivieren. Und für Kontoaktivation, ich helfe Ihnen, ja? Ja. Okay. Sollen wir schon anfangen? Wie alt sind Sie, Herr Gollum? Warum wollen Sie das wissen? Möchten Sie Konto aktivieren oder möchten Sie nicht? Wenn Sie Konto aktivieren möchten, dann sind Standardfrage. Wie alt sind Sie? Was ist Ihr Beruf und so weiter? Das brauche ich für die vollständige Kontoaktivation. So, trägt man das nicht da bei Ihnen auf der Webseite ein? Bitte? Trägt man das nicht bei Ihnen auf der Webseite ein? Nein, das machen wir so, online. Ach so, aber warum kann man das denn hier selber eintragen? Herr Gollum, das ist Kontoaktivation. Ich hab Ihnen schon gesagt, für Kontoaktivation, ich helfe Ihnen, deswegen ich rufe Sie an. Ach so. Aber das ist ganz normal Standardfrage. Sie brauchen keine Angst haben von mir und von diesen Fragen. Ja, und nu? Bitte? Was denn nu? Ich verstehe Sie nicht. Haben Sie gerade ins Telefon gepupst? Möchten Sie Konto aktivieren oder möchten Sie das nicht? Was hat man denn davon? Wie alt sind Sie? Ich habe doch jetzt gerade zuerst eine Frage gestellt, oder? Sie können mir gar keine Frage stellen, wenn Sie, Sie können mir nur fragen, wenn es um Bitcoin oder sowas geht. Nicht sowas Dummes. Sind Sie bescheuert? Wahnsinn. Sind Sie komplett bescheuert? Sie rufen mich an und beleidigen mich? Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Wie alt sind Sie? Das geht Sie gar nichts an, Sie Betrügerin. Und was sind Sie? Ja, definitiv kein Betrüger. Sie zocken die Leute ab, das ist ja ekelhaft. Ach so? Warum? Woher glauben Sie, dass ich Betrüger bin? Ja, wenn Sie hier nur am Telefon beleidigen können, können Sie mal einen Schnabel zumachen, wenn Sie eine Frage stellen und dann ausreden lassen? Was haben Sie mir gefragt jetzt gerade? Ja, ich habe gerade gefragt, was das soll. Sie rufen mich an und beleidigen mich. Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Klemmt das irgendwie bei Ihnen im Köpfchen? Ja, doch, Sie haben gesagt, das ist eine dumme Frage. Sowas sagt man dem Richtig, genau. Sowas sagt man dem Kunden nicht, weil sonst braucht man sich über die Reaktion, die der Kunde dann darauf gibt, ja, da braucht man sich dann tatsächlich einfach auch nicht drüber wundern. Denn letztendlich greift die in meine Privatsphäre ein und letztendlich will die von mir private Informationen haben. Dann hat die auch dafür zu sorgen, dass ich jede Menge Informationen kriege, die ich haben will, weil sonst mache ich dabei den Quatsch nicht mit. Tja, aber das war wohl wahrscheinlich in ihrem Intelligenzuniversum nicht mehr vorhanden, da auf Fragen antworten zu können. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass sie auf keine Fragen geschult wurde, sondern nur darauf geschult ist, wie man euch das Geld aus der Tasche leiert. Aber irgendwelche sinnvollen Sachen, tja, das will man da eigentlich gar nicht am Telefon besprechen. Denn letztendlich geht es nur darum, dass man irgendwie möglichst schnell an eure Kohle rankommt. Schönen Tag, ich rufe Sie bezüglich Was ist für Online-Handel an? Ist das noch aktuell für Sie? Was? Online-Handel mit Bitcoin-System. Ja? Ja, wollen Sie sich nicht vorstellen und den Firmennamen sagen? Also Bitcoin-System. So heißt die Firma, oder was? Firma heißt Unico. Aha, und Sie? Mein Name ist Hanna. Aha, okay. Ja, und was ist der Grund jetzt Ihres Anrufs? Ihre Voranmeldung. Ach so. Ja. Ja, aber da hat sie denn schon aufgelegt und kein Interesse mehr an uns gehabt. Ein Gespräch habe ich euch noch mitgebracht. Oh, ah.
wollen wieder mit mir spielen, oder? Hä? Sie wollen jetzt spielen, ne? Was? Wer sind Sie denn? Herr Steiner. Ja. Finden Sie den anderen, nicht mit mir. Warum? Warum? Aber ihr seid doch Bürger. Wenn Sie meinen, ist Ihre... Ich kann Sie ja nicht zwingen, irgendwas anderes zu sagen, ne? Ist Ihre Meinung am Ende? Nee, das ist Wissen. Nein. Doch. Können Sie es jemals wissen? Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Schimmeldöner, das klingt wie eine türkische Nachname. Ja. Schön. Ich bin auch Türke. Ja. Ja. Ich hoffe, Allah trifft dich noch beim Scheißen. Hoffentlich. Hm. So. Einen nicht guten Tag von Ihnen. Ja, das wünsche ich dir auch nicht. Und das war's dann schon mit dem letzten Gespräch. Einfach nur wieder Wahnsinn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nein, dann natürlich auch einen Daumen nach unten. Wer möchte, sieht jetzt hier noch die Playlist zu vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Und wer möchte, kann auch gerne mal auf Social Media vorbeischauen. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder direkt auf dem Kanalprofil. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.